Willkommen zurück, willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben eine neue Version vom Hyperbeat rausgebracht. Die schauen wir uns heute an, was die kann, warum die gut ist, warum die richtig gut ist. Was wir verändert haben, warum wir auf euch gehört haben, das und noch viel mehr in dem Video. Bleibt dran, los geht's. Ja, wie ich es eben angekündigt habe, Hyperbeat haben wir jetzt eine neue 2024er Formulierung rausgebracht. Es haben sich tatsächlich nur Kleinigkeiten geändert, aber Kleinigkeiten, die ihr euch gewünscht habt, wo wir auf euch gehört haben. Ja, wir haben jetzt die 50 Milliliter und vor allem die 100 Milliliter Varianten wieder verfügbar, wieder bestellbar, also bei uns und auch bei unseren Händlerkollegen und Partnern. Grund dafür war, also sie waren ja relativ lange nicht verfügbar, wir haben die Formulierung geändert und ich wollte quasi erst, dass der Markt ein bisschen bereinigt ist, dass wir da nicht zwei verschiedene Varianten auf dem Markt haben. Das würde nur ein bisschen zu Verwirrungen führen. Daher haben wir ein bisschen länger gewartet, sind jetzt aber wieder verfügbar. Was hat sich geändert? Es sind im Prinzip neue Lösemittelkombinationen hier in dem Hyperbeat drinne. Die Leistung, die Hydrophobie ist komplett gleich unverändert, aber wir haben auf Kritikpunkte gehört, die ihr uns innerhalb des letzten Jahres immer mal wieder so zugetragen habt. Und ja, ich finde, darauf muss man hören, wenn gewisse Punkte sich natürlich immer wieder wiederholen. Und wir versuchen natürlich auch immer, die Produkte für euch zu machen, dass ihr wirklich auch Spaß daran habt, damit zu arbeiten. Größte Neuheit oder größte Veränderung innerhalb dieser Formulierung ist es tatsächlich auf jeden Fall schon mal der Geruch. Wer das alte Hyperbeat benutzt hat, der weiß, wie das gerochen hat. Das war jetzt schon ein bisschen intensiver, will ich jetzt mal sagen. Bei der neuen Formulierung ist es so, dass diese komplett, also wirklich geruchsneutral ist. Also ich will nicht sagen wie Wasser, aber also man muss schon wirklich sehr tief rangehen, um da überhaupt Lösemittel zu riechen. Also so diesen unangenehmen chemischen Geruch. Den konnten wir hier quasi komplett tilgen. Also ihr habt wirklich hier ein Produkt, das, selbst wenn man das vernebelt, selbst wenn man das versprayt, dass man da nicht wirklich diesen harten Chemiegeruch eben hat. Immer noch nicht bitte trinken, aber es ist vom Geruch her schon deutlich, 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 also um 1000% angenehmer damit zu arbeiten. Die nächste Neuheit ist, dass wir auch die Verarbeitungsweise, also die Verarbeitung von Produkten, ein bisschen vereinfachen konnten beziehungsweise an die Wünsche von euch angepasst haben. Ihr habt nun ein bisschen mehr Zeit, bis das Produkt extrem schnell ablüftet. Das werden wir auch gleich sehen. Es hat sich ein bisschen was verändert. Es ist deutlich angenehmer in der Verarbeitung bei wirklich gleichbleibender Leistung. Also ihr werdet sehen, das Produkt ist noch genauso hydrophob wie vorher. Wir werden uns in dem Video beide Anwendungen jetzt nochmal angucken. Wir haben ja eh schon länger vorgehabt, ein Video zu machen, wie man beide Möglichkeiten der Anwendung von dem Produkt einmal zeigt. Also einmal auf Sprayen und einmal die Applikation mit dem Schwamm. Wo sind die Unterschiede? Was sollte man wie anwenden? Und. Das werden wir jetzt in dem Video einmal ganz genau durchkauen. Wenn man sich die Flasche auch anguckt, hat sich das, was sich am meisten verändert hat, also wir haben in der Packung, gibt es jetzt nicht mehr diese Kunststoffpipette, sondern wir haben jetzt den Dosierdutzen direkt in der Flasche mit drin, diese Dosierkappe. Ja, war einfach sinnvoll, da muss man nicht mit der Pipette noch rumeiern, sondern wir haben das mit dem kindersicheren Verschluss direkt mit der Flasche sozusagen kombiniert. Genau, ich würde sagen, wir checken jetzt erstmal die Verarbeitungsweise, dann sage ich auch noch ein bisschen was zum Produkt an sich. Und ich würde sagen, damit legen wir los. Wir haben hier einen wunderschönen Audi RS Q3. Der wird noch komplett poliert. Der wird auch noch richtig aufwendig beschichtet. Der hat das große Paket gebucht. Der Lack ist aber in einem sehr guten Zustand, um jetzt einfach mal für dieses Video die Anwendung zu zeigen. Wichtig, bevor wir anfangen, generell gilt, idealerweise Fahrzeug vorher polieren und in jedem Fall aber Fahrzeug entfetten. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wir wollen ja sämtliche Verunreinigungen runterhaben. Wir wollen sämtliche Konservierungsprodukte runter haben, sämtliche Tenside runter haben, sämtliche Polierreste runter haben. Das heißt, idealerweise vorher entfetten mit einem Entfetter eurer Wahl. Wir empfehlen natürlich unseren Paint Cleaner, aber ihr benimmt einfach das, wo ihr Vertrauen da drin habt. Da hat ja jeder seinen eigenen Favorite. Bei uns ist es so, kurz einwirken lassen, also ein Produkt gleichmäßig aufsprayen, einfach ein paar Minütchen drauf lassen und dann ganz gemütlich auspolieren, einfach
dass die Oberfläche jetzt wirklich sauber ist. Das ist ein Arbeitsschritt, der ist leider nicht vermeidbar. Empfiehlt sich auch, egal bei welchem Versiegelungsprodukt, also egal was ihr auftragt, immer bitte vorher entfetten. Auch jede Sprühversiegelung hält dann ein bisschen länger. Wie ihr seht, ich habe jetzt oben die Dosierkappe rausgemacht. Ich habe jetzt den Sprayer drauf gemacht. Ich favorisiere die Anwendung ganz klar mit diesem Sprühkopf. Es hat mehrere Gründe, das zeige ich euch gerne. Aber ich weiß, viele benutzen auch gerne diese Dosierkappe. Das überlasse ich natürlich euch. Die Anwendung mit dem Sprühkopf ist aber tatsächlich einfacher. Was ist Hyperbead? Hyperbead ist eine richtige sprühbare Keramikversiegelung, natürlich aber mit einer reduzierten Standzeit. Das heißt, die Standzeit beträgt hier ungefähr so bis zu 6 Monate. Das ist natürlich ein bisschen nachpflegeabhängig, wie wäscht der Kunde, fährt er nur Waschanlage und und. Aber ich sag mal, bei einer vernünftigen Nachpflege kommt man hier doch schon relativ lange hin. Gedacht ist das Produkt als ideales Produkt für jede Form der Aufbereitung. Also ich sag mal, wenn ihr Basic-Pakete habt, wenn ihr Pakete habt, wo der Kunde eigentlich nur einen Wachs bezahlt, aber die Beanspruchung zu hoch ist im Vergleich zu einem Wachs, ist Hyperbead perfekt. Oder wenn ihr dem Kunden mal einen Vorgeschmack geben möchtet, was eine richtige Keramik kann, könnt ihr das Produkt gerne auch dem Kunden anbieten und sagen, hey, pass auf, wenn dir das gefallen hat, können wir bei der nächsten Aufbereitung eine Keramikversiegelung machen. Also wenn dir das gefällt, dann wart mal ab, was die richtige Beschichtung kann. Und bei uns war das tatsächlich auch so, dass viele Kunden, die erst Hyperbead hatten, haben sich danach für eine richtige Keramikversiegelung entschieden, weil die gesehen haben, wie gut dieses Produkt perlt, von der Selbstreinigung her und auch von der Langlebigkeit. Und genau, dementsprechend haben wir schon ein paar Beschichtungen danach wirklich dem Kunden anbieten können. Ist Zielsetzung war, ein Produkt zu schaffen, das lange hält, extrem gut abperlt und vor allem, wo ihr die Applikation in so circa 15 Minuten beendet habt. Das heißt also von der Anwendung her ähnlich schnell, wie wenn ihr das Auto mit einer Sprühversiegelung bearbeitet. So ungefähr. Ja? Also eine einfache Anwendung, eine lange Standzeit, eine gute Hydrophobie, wie gesagt bis zu 6 Monate. Wir machen jetzt hier beide Anwendungen, einmal die Applikation mit dem Tuch, einmal die Applikation mit dem Schwamm. Und wenn euch das dann gefällt, empfehle ich euch, schaut euch das Produkt auf jeden Fall mal an. Bei der Anwendung von Hyperbead muss man ein bisschen umdenken. Die ist tatsächlich ein bisschen anders da, wie wenn ihr einen Spray Sealant, einen Wachs oder irgendwas anderes auftragt. Das ist tatsächlich, wenn man es sich einfach machen will, anders da und darauf gilt es auch wirklich zu achten. Ansonsten macht die Verarbeitung tatsächlich keinen Spaß. Man kann es sich einfach machen, man kann es sich aber auch schwer machen. Es ist tatsächlich so, Produkt, einfach einen Schuss auf den Lack und dann einfach auch nochmal einen Schuss in das Tuch. Und das Produkt direkt mit dem Tuch auf dem Lack verteilen. Clou bei der Geschichte ist allerdings, und das hatte ich gemeint mit, man muss ein bisschen umdenken in der Anwendung, kein zweites Tuch verwenden und nochmal hinterhergehen. Ihr levelt das Produkt mit dieser einen Tuchseite komplett aus und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Hyperbead levelt sich, Schlieren lüften gleichmäßig ab und ihr habt ein komplett klares Finish im Lack ohne Schlieren. Würdet ihr jetzt mit einer zweiten Tuchseite hinterhergehen, würde das Produkt direkt stocken. Das zieht sofort an oder nicht sofort, aber man merkt schon, dass das dann, dass das Tuch so ein bisschen stockt und ihr würdet unnötig Produkt wieder abnehmen. Hier geht es darum, mit diesem Verfahren so viel Produkt wie möglich auf die Lackoberfläche aufzutragen. Ja? Wir gucken uns das jetzt auch nochmal aus der Nähe an. Ich werde jetzt hier die Hälfte der Haube nochmal machen und dann seht ihr, dass das wirklich schlierenfrei und einfach in der Anwendung ist. Das ist wirklich easy. Ihr habt gesehen, wie schnell das jetzt hier von Kante zu Kante ging. Ich empfehle auch, wenn ihr die Möglichkeit habt, natürlich bauteilweise zu arbeiten, von Kante zu Kante, dann übersieht man auch keine Stelle. So, wie gesagt, ein Schuss direkt auf den Lack und auch nochmal direkt in das Tuch. Und dann könnt ihr das Produkt hier gleichmäßig in geraden Bahnen einfach applizieren. Man sieht hier schon sehr gut, wie das Produkt wirklich schon anzieht und von alleine schon sehr gut ablüftet. Und man wird jetzt merken, je öfter ich hier quasi mit dem Tuch drüber gehe, ne? So langsam verschwinden hier ganz gemütlich die Schlieren. Ich mache das immer so wirklich ja, ohne Druck, ganz gemütlich einmal hier drüber gehen und dann ist das eine tiefenentspannende Geschichte. Hier sieht man schon, die Schlieren werden jetzt schon weniger. Einfach noch mal kurz warten und dann das Ganze noch mal hier schön ja, finishen. Total easy. Wenn ihr jetzt doch noch, auch noch mal so als Tipp, jetzt irgendwo hier so eine Schliere habt, ja, jetzt nehmen wir mal an, ihr vergesst das, ihr überseht das, ihr habt irgendwo einen Highspot. Einfach auch nochmal hier so einen Schuss, einfach nochmal kurz ins Tuch
und dann auch nochmal hier einfach ganz gemütlich drüber gehen. Denn Hyperbead löst sich selber auch noch ganz easy am nächsten Tag an. Also Highspots, Schlieren und so könnt ihr mit dem Produkt ganz easy, ohne großen Aufwand, mit sich selber nochmal entfernen. Also es ist ein Produkt, was auch sehr, sehr fehlerverzeihend ist. Und ihr seht auch, ich gehe hier komplett ohne Druck drüber. Also wirklich ganz entspannt. Und obwohl wir jetzt hier schon relativ viel Produkt eben drauf haben, ich bin jetzt gerade auch nochmal ein zweites Mal drüber, sieht man schon, dass das hier wirklich einwandfrei wird. Wir haben uns eben die Anwendung mit dem Tuch angeguckt und ich empfehle wirklich jedem, probiert es mit dem Tuch zuerst. Ich habe es ja gesehen, also immer bitte nur eine Tuchseite verwenden, nicht mit einem zweiten Tuch hinterher. Man muss ein bisschen umdenken. Dann funktioniert das wirklich einwandfrei. Wenn man das Gefühl dafür bekommt, ist man wirklich super schnell fertig und man kriegt so ein Gefühl dafür und weiß, wie das Produkt dann so sich verarbeiten lässt, dann ist das wirklich eine super entspannte Angelegenheit, wo man sehr, sehr schnell dabei ist. Bitte nicht die komplette Haube einsprayen, sondern wirklich sich rantasten. Das ist von der Anwendung erstmal ein bisschen anders da. Kriegt man das Gefühl dafür, ist es einfacher und gerade die Anwendung mit dem Tuch ist auch deutlich einfacher. Nochmal wie die Anwendung, die wir uns jetzt angucken, denn die Anwendung, die wir uns jetzt anschauen, die Schwammanwendung, ist ein bisschen für Fortgeschrittene tatsächlich, die zumindest das Produkt einmal schon mit dem Tuch verarbeitet haben und wissen, wie das funktioniert. Ich habe jetzt hier von Collection die Coating Sponges. Die sind relativ neu, sind so kleine, gemütliche, also kleine Applikationsschwämme. Wir haben hier einmal eine Soede-Seite bzw. so eine Wildleder-Seite und hier haben wir eine Mikrofaser-Seite. Die sind wirklich für die Anwendung von Coatings gedacht. Da ist innen drin nochmal, die sind mit so einer Folie umschlossen, dass der Schwamm halt das Material nicht aufsaugt. Sehr gut geeignet, eben um das Produkt hier tatsächlich zu verarbeiten, weil das so ein bisschen klein ist, handlich ist. Die Anwendung mit dem Schwamm ist deutlich, nicht deutlich, aber sie fördert die Standzeit vom Produkt erheblich, weil hier geht es einfach darum, so viel Produkt wie möglich auf die Oberfläche zu applizieren. Mit dem Schwamm kann ich dieses Produkt sehr, sehr gut leveln. Das bedeutet, schön gleichmäßig auftragen. Das ist wie wenn ich ein Coating auftrage, ich es aber danach nicht mit dem Tuch nochmal abnehmen muss. Das heißt, ich habe viel mehr Material auf der Oberfläche, dementsprechend ist die Haltbarkeit länger. Beim Coating natürlich hatte ich einen Regenbogeneffekt, das funktioniert bei einem normalen Coating nicht, bei Ding allerdings schon und das gucken wir uns jetzt einmal an. Ich benutze auch hier tatsächlich diesen Sprüher, weil ich das Produkt viel gleichmäßiger auf der Oberfläche verteilen kann. Man könnte die Dosierkappe verwenden, wer das möchte, ich benutze persönlich aber diesen Sprayer. Macht mal drei Sprayer drauf und dann hier schön auf der Oberfläche erst vorverteilen und dann schön mit dem Sponge quasi hinterher. Auch hier gilt, ohne Druck das Ganze zu verteilen. Und ihr werdet merken, dass das unfassbar leicht geht, wenn man erstmal so ein bisschen dieses Gefühl hat für die Menge. Das Gefühl für die Menge ist tatsächlich relativ wichtig, denn das ist das, was ich gemeint habe. Das ist ein bisschen anders da als mit dem Tuch. Denn wenn ich jetzt hier zu viel Produkt auf dem Schwamm hier drauf mache, dann kriege ich das nicht mehr sauber quasi gelevelt. Das dauert dann relativ lange. Deswegen empfehle ich erst die Anwendung mit dem Tuch. Tastet euch ein bisschen ran und ihr werdet merken, wie einfach dieses Produkt dann plötzlich in der Anwendung wird. Das ist wirklich super easy und das geht tatsächlich relativ einfach dann, wenn man so ein Gefühl erstmal dafür hat. So erzeuge ich halt einen höheren schichtdicken Aufbau. Ich habe mehr Produkt auf dem Lack und dementsprechend eine höhere Haltbarkeit. Wir gucken uns das jetzt aber natürlich nochmal auf der halben Haube an. Wir werden also die komplette Haube versiegeln und danach gibt es Perlen-Action, sein Vater. Let's go! Tipp von mir auch nochmal, sprüht immer vom Lack weg auf den Schwamm. Ansonsten habt ihr hier auf dem Lack einen Overlay, den ihr vielleicht überseht. Das heißt, immer schön vom Lack wegsprühen und dann auf dem Lack applizieren. Also genau so.
Ja, wie ihr seht, es hat sich ein bisschen was verändert. Ich hoffe, das Video hat euch bis hierhin gefallen. Ich hoffe, die Perlen gefallen euch. Ich hoffe, ihr habt vor, das Produkt mal auszuprobieren. Wenn ja, ist unten alles verlinkt, was ihr braucht. Ich denke, das ist eine schöne Neuformulierung. Wir haben da viel auf euch gehört, viel die Kritik von euch angenommen bei dem Produkt. Und ich glaube, wir konnten das zur Zufriedenheit von jedem Anwender verbessern. Mein Tipp aber nochmal an eure, also an euch, probiert bitte erst die Anwendung mit dem Tuch. Die ist wirklich einfacher. Guckt euch das Video vielleicht nochmal in Ruhe an. Und wie gesagt, man muss ein bisschen umdenken. Habt man den Dreh erstmal raus, ist das wirklich einfach und eigentlich wirklich super fehlerverzeihend. Habt ihr das Produkt schon mal dann mit dem Tuch angewendet, könnt ihr euch auch gerne an die Schwammanwendung machen. Die ist halt ein bisschen aufwendiger. Dafür hat man aber auch eine höhere Performance. Ich glaube, wir haben hier ein super Allrounder-Produkt gemacht, das ein großes Spektrum in der Autopflege abdecken kann, wenn man dem Produkt mal eine Chance gibt, wenn man auf Perlen steht, wenn man auf eine vernünftige Standzeit steht, wenn man ja, seinen Kunden einfach mal zeigen möchte, was eine Keramik kann. Ja. Genau, wie gesagt, Produkt ist jetzt neu formuliert, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, schaut es euch an. Ja, in dem Sinne, abonniert den Kanal, lasst uns einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao.